Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darksided Genesis. Weiterhin mit Krieg und mir und Julian und mir und, ich hätte jetzt eigentlich sagen müssen Krieg und Strife und Julian und mir. Oh, ich bin fertig. Mir und dir ja. Und uns und euch und... Und überall und dies und das und jenes. Ja, genau. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind, was wir machen. Das ist also, schlimm. Wir waren das letzte Mal doch irgendwie bei so vier Leuchtfeuern und so. Genau, und haben dann ein Verlies geöffnet. Und in diesem Verlies sind wir drin. Warum geht das nicht kaputt? Warum, das ist nur Deko. Sieht aus, als wären das so eingefrorene Dinger. Ich möchte mich da nicht... Geht kaputt. Müssen da oben gibt's... Bum, bum, bum. Ah. Nee, die waren wirklich eingefroren. Ja, weil ich erinnere mich noch an irgendwie so eine Art Errungenschaft oder sowas oder Nebenmission oder Bonus-Gedöns mit alle gefrorenen Viechern. Warum greife ich so an und schieße nicht? Warum? Ich kann auch nicht, ich habe die ganze Zeit gesucht, ich war direkt bei dir. Ich hätte beinahe gesagt in dir, aber ich glaube, das würde man sonst missverstehen. Diese kleinen unerwarteten Minibosse. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier, bevor ich hier so pro-like sterben kann. Tatsächlich sieht das aus so. Ich habe mir heute vorgenommen, mich an mir totale Mühe zu geben. Ah, nicht ja, zu sterben. Ja, okay. Bis jetzt sieht's ja gut aus. Wenn, ja, du die Mühe dabei, wenn du die Mühe dabei gibst, nicht in Abgründe zu fallen, würde ich dir das eher glauben. Easy. Ich bin ja immer nur für ein Trinkspiel, aber. Ich muss morgen arbeiten, daheim, und das ist ein bisschen kritisch. Dieser kleine Penner, der hat mich einfach in den Abgrund gestürzt. Der hat mich angegriffen und einfach so BUM! Wie kannst du es wagen? Ja, hab ich mir auch gedacht. Die Musik ist wieder so toll. Oh, da ist auch sogar eine Fährmannsmütze, wo ich abgestürzt bin. Ja. Jetzt. Habe ich mich gerade eben auch gefragt. Ach, hier ist so ein starker Wind und ich denke mir so, warum komme ich denn hier nicht weiter voran? Also ich glaube zumindest an, dass es daran liegt. Die Gegner hören nicht auf. Ich hab sie. Okay, das ist gut. Ohne zu sterben. Oh, cool. Wow, diese blöde Keule von dem Typen. Warum waren die alle auf mich fixiert, gefühlt? Ja, weil ich verfolge die kleine Taktik wie immer. Ich trenne das schwache Dampf von der Herde und dann... Ah, ach so. Och Mann, irgendwie komme ich nicht vorwärts. Kannst du auch in den Abgrund stoßen, wenn ich mich nicht zustoßen will. Das Problem ist, ich komme irgendwie so schlecht vorwärts gelaufen, wenn ich nach oben gehe. Der kelle Mensch. So, weg ist er. Gott sei Dank. Der war nervig. Das war eine schwere Geburt. Kommst du auch so schwer nach oben gelaufen? Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie durch den Wind ist, aber... Irgendwie... Ah! Jetzt, wo du sagst, könnte ich nicht drauf schwören, dass ich mich das letzte Mal schneller bewegt habe. Ich muss immer noch diese blöde Münze sammeln. Nee, das klappt nicht! Stirbst halt nicht, ne? Jetzt. So. Kriegt man halt ein bisschen weiter. Ach, da ist das Ausweichen. Ich wusste doch irgendwie. Oder habe ich Ausweichen verwendet? Richtig, wir können ja ausweichen. Vergesse ich immer. Jetzt nur ein Dings. Was ist das? Was ist Geld, das? Geld. Okay, Seelen, aber Geld. Ich glaube, müssen wir da draufhauen. Wir haben Piu-Piu Laser gemacht. Achso, und das schließt hinter uns. Das ist gut. Das ist immer sehr vertrauenserweckend. Ja, ja, geht halt alles kaputt. Ja, ich traue uralten Brücken. Was ist das?
warst zu langsam? Ich bin 1,60 Meter und 300 Kilo schwer, natürlich war ich zu langsam. So. Das war knapp. Und trotzdem war ich schneller als du. Ja, du bist unten lang gekrabbelt, weißt du? Ja. Krieg dachte sich so, boah, der läuft da oben lang und hier unten gibt's einen Geheimgang. So mit Fahrstuhl. Oder mit Rolltreppe. Boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder so einen Ohrwurm hab. Du, ich hab einen sehr schlimmen Ohrwurm. Ah! Dieser Kackwind! Hört der Wind auch mal auf? Genau das. Moment, warte mal. Ne, okay. Ich glaube, ich hatte gerade einfach nur Glück. Ah, du musst ein bisschen weiter runter, weil da sind ja so Lücken oben und unten, weißt du? Wenn du weiter unten bist, dann ist der Wind da nicht vorhanden. Okay, verstehe. Es kann sich nur um Stunden handeln. So viel okay. Zum Thema. Ich möchte nicht sterben. Du kannst ja auch schon mal ein Cuba Libre machen, das dauert noch ein bisschen. Oh, das gibt's ein Dings für eine neue Waffe. Also es lohnt sich hier rüber zu kommen. Es ist nicht so, dass ich einfach nur rumstehe und nicht rüber will. Doch. Ich dachte schon. Es gibt auf jeden Fall noch eine Objekttruhe und zwei Fährmannsmützen. Oh, du bist ja hier. Yeah. Bestimmt wieder eine Waffe für dich, weil ich krieg ja eigentlich nur Munition. Was ist das? Leere Bombe. Wirf diese auf leere Konsolen, um verbundene Portale zu erzeugen. Ah, das ist dieses Portal-Dings. Wo ich doch gesagt habe, das sieht aus wie so portalmäßig, was man da noch machen kann. Mhm. Da hatte ja Krieg auch so eine Portal-Gun. Mein Schatzsinn klingelt. Was für ein Artefakt ist das? Es vibriert. Spürst du das? Irgendeine Energie ist darin gefangen. Vielleicht hat das mit diesen seltsamen Glyphen zu tun. Sieh dich an, Muskeln und Hirn. Ja. Also da muss einmal hier drauf geschossen werden und dann da oben. Oh, ich hab das ja. Ach, du hast es bekommen, okay. Ja. Das ist gut zu wissen, sonst hätten sich mir Fragen gestellt. So, einmal das da. Oh, das ist so als Bombe wirklich. So mit im Bogen und so. Nicht geradeaus, so als Strahl. Gott sei Dank habe ich mal die filigrane Arbeit nicht bekommen. Kribbelt es bei dir auch? Ist er jetzt reingesprungen? Ja. Kribbelt es bei dir auch? Vor uns Nein. ist kein Weg. Verdammter Schwindel. Langsam, Bruder. Ich habe gehört, wenn die Hand kribbelt, sollte man vielleicht einen Arzt rufen. Vor allem links. Meinen benutze ich lieber als Rambock. Kannst du mal die Bombe da hinten holen? Das war da drüben das Portal aufmachen. Wo ist denn da die Bombe? Ach, hier, ja klar. Ja, weil dieser Stamm, der hat ja... Sollst du die holen? weil dieser Stamm hat nämlich... Geh doch direkt hin, du hättest dann auch mit B aufheben können. Weil ich die Säule hier hat ja so... Orangen-Dings, das musst du mal kaputt machen. Ja, hat gut funktioniert. Ich dachte mir gerade auch irgendwie. So, da habe ich das schon mal. Dann stell du dich da hin und ich mach das mit der Bombe. Ist auch in Ordnung. Nach der letzten Folge habe ich Übung mit Bomben. Wo soll ich die jetzt hinknallen? Ja, die muss irgendwie an die Säule. Kann ja auch sein, dass du so eine Bombentreppe machen musst. Ich weiß nur nicht, kommst du hier, kommt man nicht so drauf. Oder aber, du wirfst ja, die Bombe. Viel Spaß. Du wirfst die Bombe einfach hier so durch. Huch. Ja, das können wir auch probieren. Ja, machen wir. So, dann versuchen wir das mal. Ist immer nur mit dem Zielen so eine Sache. Oh, ich hasse dieses. Oh, Kackbombe geht ja von alleine los hier.
Ich habe Übung mit Bomben seit letzter Folge. Ja, das waren aber welche, die du erst anzünden musstest. Mhm. Jetzt sind die Bomben also schuld. Ja. Ist ja auch so. Ich hab niemals Schuld an irgendetwas. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Hier sind auf jeden Fall wieder gefrorene Gegner und irgendwie sieht das aus in der Mitte wie so ein gefrorener Riesenkopf. Ja, Gott! Oh, kelle Mensch! Ich glaube, du hast damit auch gar nicht so unrecht, wenn ich mal ehrlich bin. Oi. Ich mich erschreckt. Ich bin vor Schreck ausgewichen. Oh Mann. So, die sind weg. Oh, kommen natürlich die nächsten. Wer hätte das gedacht? Niemand hat damit rechnen können. Genauso mit so einem Vieh. Warum gehst du auf mich los? Warum? Hilfe! Nein! Ja, wenn du stehen bleiben würdest, würde ich dir auch helfen. Ja, Entschuldigung, da kam so ein Riesenvieh hinter mir her. Da wollte ich nicht unbedingt stehen bleiben. Hatte ich nicht immer so, die Hand. Ja, hatte ich nicht so das Bedürfnis dazu. Ich weiß, es kaum zu glauben, aber es ist wirklich so. Dieser Wirbel ist ganz cool, muss ich sagen. Ja, mega, ne? Ich hab den eigentlich eher so als Fun-Fähigkeit genommen, aber gerade gegen so kleine Gegner macht der ultra viel Schaden. Also, ah ja, auch so gegen so viele dann. Genau, ja. Also, so den Kindergarten habe ich dann im Griff. Ja. So, da haben wir Ruhe. Trank. Perfekt. Fernmanns Pizza. Ganz genau. Hab ich hier, ja, ich habe sie aufgenommen. Weißt du, es blockt bei mir auf und ich frage mich, ob ich sie aufgenommen habe. Wie man das kaputt macht, das wüsste ich gerne. Ich hatte so ein... Oh, das führt uns auf jeden Fall irgendwo hin zu einem Geheimnis oder so. Aber wir können das doch nicht kaputt machen. Also ich habe irgendwas verpasst. Ja, also geht mir ähnlich. Okay, ah, da oben ist irgendein Teleporter. Das ist der, der uns dann wahrscheinlich zum Anfang führt, zum Eingang. Damit wir schneller zurückkommen. Weil laut Karte sieht das nämlich aus wie so, es geht da nicht weiter. Aber ich weiß nicht, ob das Kapitel dann beendet ist. Oder ob wir dann irgendwo anders zurück müssen. Aber uns erwartet gleich ein Bosskampf. Das dauert nicht mehr lang. Weil es nicht jetzt schon so weit ist. Ich glaube aber nicht. Oder? Ja, ein bisschen klein für einen Boss. Deswegen. Nee, ist er aber. Das ist ein Boss. Wow. Ich bin fast tot. Und Speck. Okay. Ich liege. Oh Gott. Vor allem, ich habe kurz vorher noch einen Trank genommen, dachte mir auch so, hätte ich mir mal sparen können. Au! Ich will immer eine andere Taste drücken zum Ausweichen. So, viel besser. Viel effektiver. Dein Stromschuss ist auch nicht nice. Ja, vor allem weil er halt auf andere übergeht. Ja. Aber der ist halt von der Munition her begrenzt. Nur wenn ich dann halt genügend von diesen lila Dingern aufgesammelt habe, dann bin ich manchmal in so einem Flammenmodus, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich so unendlich Muni. Ja,
jetzt zum Beispiel. Dann wende ich das gerne an. Der macht halt auch ordentlich Schaden, muss ich sagen. Ja. Und dadurch, dass er halt auch so viele auch übergreifend ist, schon praktisch. Ja, auf jeden Und der Fall. Ist einfach in der Handhabung. Das ist halt das, was ich auch so richtig schön finde. Okay, ich finish ihn jetzt einfach. Ich habe noch so Sachen, da, zum Beispiel einen Strahlenschuss, wo ich das aufladen muss. Und das ist dann halt auch so ein bisschen nervig. Ja, klar. Während ich auflade, werde ich angegriffen, muss noch nach vorne zielen, etc., etc. Aber irgendwie fehlt mir gerade so ein Dings, weißt so ein du? Ja, so ein legendärer Stein oder so. Ja. Ernsthaft? Hier oben ist noch eine Fährmannsmünze. Wow, ich bin gerade an der dümmsten Stelle gestorben, wo man sterben kann. Wie, du bist da gestorben? Ich kann dir gleich mal zeigen, wo ich gestorben bin. Komm mal mit, ich zeig dir das. Das ist schön da. Wie, du bist gestorben? Ich hab das nicht mal mitgekriegt. Ich dachte mir, es wäre eine super Idee, einfach mal hier rüber zu springen. Ach so, ja, nee. Das sieht mir sehr nach Wind für dich nach unten. Da passiert nämlich das. So. Hätten wir das Thema auch geklärt. Okay, also da ist auf jeden Fall schon mal das da. Und da hinten ist noch Dings. Okay, aber wir haben auch noch eine Bombe. Jetzt bin ich etwas irritiert, was die Bombe angeht. Wofür brauchen wir die denn? Komisch. Ich weiß aber auch nicht, ob man mit der Bombe das da diesen Hebel aktiviert. Ich ehrlich gesagt leider auch nicht so. Also das, an die Flammen komme ich da nicht ran, kann ich das sagen. Da unten zumindest nicht. Ja, ja. Also hier nee, schon. Ich tippe darauf, wenn man das mit der Bombe macht, dass es so geht. Oh ja, der wird wirklich aktiviert. Okay. Okay. Das nimmt man. Weil sonst halt andere Alternative wäre gewesen, halt, dass einer von uns durch das Portal geht. Wobei es die Frage ist, ob das gereicht hätte von der Entfernung her. Ob das überhaupt geklappt hätte. Also meine Idee war ja, dass du die Bombe wirfst und ich sie mit einem Boomerang hinten dran anzünde. Ja. Aber. Verbündeter ist außer Reichweite, genau. Wie? Ja, du bist außer. Bei mir ist ein B drüber im Kopf gewesen. Ja, bei mir auch. Wow. Verbündeter ist außer Reichweite. Ja, wir stehen direkt nebeneinander, klar. Was meinst du, was wird dieser schwebende Leichnam damit tun? Uns vermutlich helfen, Lucifer zu finden. Klar, sofern dieses Ding Wulgrim keine grenzenlose Macht verleiht und er es nutzt, um das Universum zu versklaven. Würde Wulgrim niemals machen. Deine Fantasie ist anstrengend. Hey, könnte doch sein. Ehrlich gesagt, Wulgrim ist so einer der einzigen, denen ich vertraue. Dem Spiel. Generell in der gesamten Reihe. Und den Reitern natürlich auch. Nein. Aber sonst. Am Ende vom Tag wirst du eh nur verarscht von allem und natürlich. Von allem und jeden. Ich bin ja erstaunt darüber, dass der Rat uns hier keinen Beobachter auf den Hals gehetzt hat. Noch nicht. Ja, noch nicht. Weil das sind so diejenigen, denen ich am wenigsten traue. Zu Recht. Ich fand den Dark Souls 1 ganz witzig. Er war halt so ein lustiges Sidekick so. Ja klar, es gab ja auch generell lustige Situationen in Teil 3 gut. Da waren beide Charaktere ernster. In Teil 2 gab es ja keinen Beobachter, da war ja Tod allein so unterwegs. Aber ja. Meinst du, ich kann hier sterben? Ja, immer. Okay. Oh, knapp was. Ich glaube, es gibt. Ich meine, ich habe gelesen, es gibt 17 Kapitel. Aber wir haben doch jetzt Kapitel 4 beendet. Warum sind da nur 3? Ja, weil wir noch mit hier. Achso, weil wir noch mit ihm reden müssen. Okay. Ja, ja. Wunderschön. Es blickt durch die Dimensionen und findet, was nicht gefunden werden will.
Sollen wir dich mit der Kugel kurz allein lassen, Wulgrim? Zusammen mit dem Glutkern können wir Lucifer aufspüren. Lasst mich die Beschwörung beginnen. Ah, ihr habt es geschafft. Verzeiht meine Verspätung. Ich musste noch aufräumen. Samael, welchen Plan du auch verfolgst, er endet jetzt. Sag uns, was du weißt, oder spüre meine Klinge. Ich kann nicht gegen euch kämpfen, Leiter. Und wie ich euch bereits sagte, habe ich nichts mit Lucifers Plan zu tun. Mein Partner Wulgrim hat euch in meiner Abwesenheit weitergeholfen. Wenn du mit weitergeholfen meinst, uns durch die ganze Hölle zu schicken, um glänzende Steine zu suchen, dann ja. Still. Das Auge hat Spuren von Lucifers dunkler Essenz entdeckt. Wie es scheint, hat er den Dämon Mammon besucht. Mammon? Lucifer verschwört sich mit den Meistern der Hölle? Dieser aufgedunsene Made? Warum klopft ihr Reiter nicht mal bei ihm an und schlagt ihm für mich den Schädel ein? Wir sind nicht deine Laufburschen, Samael. Wir dienen nur dem Rat. Ich helfe euch, die anderen Meister zu finden. Wenn sie mit Lucifer unter einer Decke stecken, nützt es uns allen, sie zu finden. Angefangen mit Mammon. Diese Allianz währt, bis wir Lucifers Plan aufdecken. Keine Sekunde länger. Natürlich. Weidmanns Heilreiter. Ich melde mich. Ich bin enttäuscht davon, dass das Hahaha nicht mit dem Text stand. Wenn ich bedenke, zum Beispiel bei meinem Lieblingsfilm Nightmare Before Christmas, wenn man da Untertitel angemacht hat, dann ist auch erstmal mit übersetzt worden. Fand ich sehr gut immer. Ich habe in meinem Leben 5 Filme gesehen. Zu Hause. Was? Bitte, seid mir willkommen. Wie geht das? Ich gucke einfach keine Filme. Was machst du dann? Ja, meistens sitze ich so rum. Ich habe jetzt Bilder im Kopf, weißt du, wie du einfach nur da sitzt und nichts machst. Was machst du denn hier so? Ja, ich sitze hier so rum. Ja, nein, es ist so. Also. Oh, nichts Besonderes. Heute habe ich mal da gesessen. Nee, ich glaube, den letzten Film, den ich wirklich aktiv geguckt habe, wo ich gesagt habe, habe ich echt Bock drauf. Das war Pulp Fiction tatsächlich. Ist aber auch schon 2 Jahre her. Na gut, meine größte Beschäftigung ist eigentlich im Moment einen Film oder eine Serie nach der anderen zu gucken. Ja, Brooklyn Nine-Nine. Ne? Also, Brooklyn Nine-Nine ist geil. Könnte ich mir ohne Witz könnte ich nur gucken. So, das gucken Alex und ich zurzeit. Also wärmste Empfehlung, Brooklyn Nine-Nine, super Serie. Es hat so einen tollen Humor. Und wir lieben immer diese Anfangsszene, die bei Netflix gezeigt wird. Mit dem hier, ich habe hier 2 Bilder, eine von ihrem Spind und der andere ist von einer philippinischen Müllhalde oder irgendwie sowas, ne? Welches ist welches? Das da, die sind beide von ihrem Spind. Ja, hast du das mit diesem, ich kann mir die Namen nicht merken, obwohl diese Wurm gemacht wird? Als Tanzeinlage? Okay, nein, anscheinend nicht. Also wir sind momentan bei Staffel 5, sind wir. Ich glaube, die kommt danach. Ja, ich glaube, die kommt danach. Ja, aber auch ein wahnsinns Anfangsgag. Ja, so. Also es ist wirklich... Und wir lieben immer diesen Coup an Halloween. So wenige waren. Ja, ja. Und der Pontiac. der Pontiac-Dieb. Natürlich auch. Es ist herrlich. Also, falls ihr mal eine Serie sucht, die witzig ist, die so einen schönen trockenen Humor, teilweise auch schwarzen Humor hat, Brooklyn Nine-Nine ist super passend. Es macht immer wieder Spaß. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht, was sagt Kapitel. Deine Uhr? Achso, meine Uhr sagt, ja, gerade 19 Minuten. Ich glaube, wir können eigentlich ganz gut einen Schnitt setzen, weil ich habe ja ein paar Minuten später erst gestartet.
jetzt das A richtig und... Genau, genau. Ja, okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir an dieser Stelle einen Schnitt. Sehen uns in der nächsten Folge wieder und bedanken uns natürlich auch weiterhin fürs Zusehen, fürs fleißig Kommentieren und hoffen, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.